Auf diesen Moment haben so viele so lange hingearbeitet. Nach dreijähriger Umbauphase wurde jetzt die Energiefabrik in Knappenrode feierlich wiedereröffnet. Die ehemalige Brikettfabrik Wärminghof ging 1918 als eine der modernsten Fabriken Europas in Betrieb. Über 100 Jahre später ist sie das einzige Zeitzeugnis der Braunkohleverarbeitung in der Oberlausitz. Bautzens Landrat Michael Harig sprach dann auch in seiner Begrüßung von der so wichtigen Erinnerung an die Wurzeln und vom Erlebbarmachen der so prägenden Industriegeschichte. Das sei mit der Fertigstellung des Projektes auf großartige Weise gelungen. Insgesamt 15,4 Millionen Euro flossen in die Neugestaltung der ehemaligen Brikettfabrik. Eine der größten Investitionen des Landkreises Bautzen seit der Wende. Gemeinsam mit 5 Fördermittelgebern konnte die Restaurierung realisiert werden. In Vertretung des sächsischen Ministerpräsidenten war die Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, zur Eröffnungsveranstaltung gekommen. Ich bin total begeistert, wie das Thema Industriekultur hier in der Energiefabrik aufbereitet wurde, wie der Blick sowohl in die Vergangenheit gelungen ist, aber eben nicht nur der Blick in Strukturwandel und Blick zurück, sondern wie man gleichzeitig auch den Blick in die Zukunft richtet. Der Landkreis Bautzen hat neben dem Umbau der Fabrik 3 auch die neue Erschließungsstraße, die Medien, die Außenanlagen und die neue Dauerausstellung umgesetzt. Die Teilprojekte Depot und Verwaltung lagen in Trägerschaft des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum. Ein tolles Objekt und die Inhalte, die hier vermittelt werden, die sind absolut zeitgemäß, zukunftsorientiert und ich glaube, die Besucher werden es lieben, wenn sie hierher kommen. Man guckt stolz zurück und sagt, was ist alles passiert, was hat es alles auch hier gegeben und worauf können wir stolz sein? Und das dann sozusagen als Absprungbasis zu nehmen, wenn man dann sagt, Ahoi, in Zukunft hier auch in der Landschaft. Und dann kann man wirklich positiv in die Zukunft schauen. Und ich glaube, so muss man es begreifen. Es hilft, diesen Wandel, diesen Strukturwandel im Kopf auch zu begleiten. Die Energiefabrik Knappenrode als wichtiger Ankerpunkt im Lausitzer Seenland. Neben dem Industriedenkmal als solches stand aber auch der museale Teil im Fokus der Umgestaltung. Moderne Ausstellungswelten aus Licht, Metall und Glas. Die neue Dauerausstellung lädt zu einer Zeitreise. Und hoch über den Dächern der Fabrik bietet die neue Aussichtsplattform Lausitzblick einen beeindruckenden Panoramablick über die sich wandelnde Landschaft. Ich war gerade auf dem Dach der Energiefabrik. Man hat den Blick über die Lausitz. Man sieht, wie Tagebaue mit Wasser sich füllen, wie dort neue Landschaften entstehen, wie Kultur hier vor Ort und quasi auch Tourismus miteinander sich verbinden und wieder auch neuen Aufschwung bekommen kann. Also ich bin ganz optimistisch und würde hier wirklich einfach auch voller Freude in die Zukunft blicken. Die Erfolgsgeschichte der umgestalteten Energiefabrik in Knappenrode hat viele Mütter und Väter. Eine Frau hat seit vielen Jahren an die Vision geglaubt, erfolgreich Ideen und Konzepte befördert und immer wieder neue Netzwerke geknüpft. Es ist doch emotional, wenn man jetzt sieht, was man über die Jahre auch an Gedanken und an Idealen und Zielen auch versucht hat, in das Projekt einzubringen. Und wenn man dann auch mitbekommt, dass die Besucher das aufnehmen und wahrnehmen, das ist schon sehr emotional, weil einfach dann das gewirkt hat, was wir uns erhofft hatten von diesem Projekt. Ab sofort ist die Energiefabrik in Knappenrode wieder ganzjährig geöffnet. Noch mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.sächsisches-industriemuseum.de.